So, Leute, da sind wir beim nächsten Review. Und zwar seht ihr ja schon in der Beschreibung, ich habe den Vago-Rucksack von Ultimate Guard in die Finger bekommen. Aber nicht von Ultimate Guard selber, sondern die extremst coolen Leute von herumkommandiert haben mir den zugeschickt. Mega, danke dafür. Für die Leute, die sie noch nicht kennen, die machen super krassen, coolen Gameplay, Set-Reviews, Livestreams, alles Mögliche. Es würde mich wundern, wenn ihr sie noch nicht kennt. Sie sind meiner Meinung nach ein paar der coolsten Content-Creator, die wir haben in Deutschland. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, wenn ihr Commander mögt, geht dorthin, schaut euch an, was die Jungs machen und Mädels. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Absolut cool. Und ich kann euch nur empfehlen, entweder auf Twitch bei denen vorbeizuschauen oder eben auf YouTube beizuschauen. Die sind wirklich cool unterwegs und ich mag die unendlich sehr. Und ja, die haben mir als Leihgabe ihren Vago-Rucksack zugeschickt. Der ist größer als gedacht. Deshalb ist das auch ein bisschen schwieriger, den jetzt hier richtig in die Kamera reinzubekommen. Wie immer, ich muss noch mit dem Setup mal irgendwas überlegen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Platz habe, gerade jetzt, wenn Ultimate Guard so groß wird. Wir hatten ja auch vor gar nicht so langer Zeit den Omni-Hive, jetzt den Vago. Alles so groß. Es ist alles so groß, was Ultimate Guard aktuell macht. Wir haben einen Rucksack. Ich habe euch ja schon mehrfach die Ammonit-Rucksacke gezeigt. Die könnt ihr da oben, könnt ihr euch die anschauen, wenn euch die interessieren. Vorweg, das hier ist kein Rucksack, der mit Magic in Mind oder Ultimate Guard Trading Card in Mind erstmal designt wurde, sondern es geht um einen, ja, man könnte schon sagen, normalo Rucksack, der zufällig auch ein wenig Magic-Kram halten könnte. Aber eigentlich geht es darum, damit einen normalen Reiserucksack zu machen. Und das sieht man auch, finde ich, vom Design her. Es sind hier ganz viele kleine Laschen, da kann man bestimmt kleine Widerhaken dran machen. Und ja, gucken wir mal uns die Seiten an. Wir haben relativ dominant hier dieses Türkis und das Schwarz. Wir haben hier eine Tasche. Wir haben hier, was ich sehr gut finde, für die Reißverschlüsse. Hier unten so ein Throwback, damit der hier drunter ist, damit er nicht zufällig aufgeht. Das ist wirklich cool. Ja, wir haben oben eine Menge Öffnungen. Wir haben, glaube ich, 3 Öffnungen. Und auch hier nochmal einen Tragegriff. Und wir haben auf der anderen Seite nochmal einen Tragegriff. Und hier dann auch die kleinen Laschen für die anderen Zipper, die ich jetzt leider auf der falschen Seite habe. Aber auch hier könnt ihr sehen, da kann man die drunter führen. Dann gehen die nicht so leicht auf. Hier haben wir etwas, was ich an dem Ammonit immer wieder kritisiert habe. Ammonit hat keine Flaschenhalterung. Hier haben wir eine Flaschenhalterung. Also hier könnt ihr die Flasche reinstecken, wenn sie groß ist. Und könnt das Ganze auch zumachen, wenn es nur eine kleine fürs, keine Ahnung, Handy oder sonst was. Auch wenn ich das Handy niemals da rein tun würde. Aber unten haben wir auch nochmal einen Reißverschluss. Da komme ich später zu, was da drin ist. Und ja, was haben wir sonst noch. Wir haben vorne so Schnallen wieder. Leider diesmal keine irgendwelche Taschen in den Tragegriffen. Und die Tragegriffe wirken auch, naja, sagen wir besser nichts zu. Was ich ganz cool finde, ist, dass wir hier eine Möglichkeit haben, die aufzumachen und eben dort diese zu verlängern oder eben Sachen da drum zu naja, wickeln. Wir haben auch hier noch den altbekannten Motorradgurt, sag ich mal, wo man das Ding eben dann um den Bauch nochmal schnürt. Das heißt, verschnüren können wir den ganz gut. Hier haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf einen Rolli zu stellen, was ich sehr gut finde. Das mochte ich bei dem anderen schon. Und ja, hier hinten haben wir noch eine Öffnung. Vielleicht für eine Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass man da eine Rolle drunter machen kann, aber es geht halt bis hier hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da nachher noch Zugriff drauf hat. Es wirkt seltsam, dass man hier drunter greifen kann. Also, mal kurz, dass ihr das seht. Man kann hier so drunter greifen. Man, ja. Wie gesagt, es wirkt ein wenig seltsam. Aber mal gucken, vielleicht finde ich noch irgendwas, was das irgendwie erklärt, weil bisher tut es das nicht. Gut, seitlich haben wir eine Tasche. Hier auf dieser Seite, da haben wir dann Zugriff auf einen, naja, ich versuche euch das mal zu zeigen, es ist doch sehr, sehr eng. Wir haben hier oben so eine kleine Tablet-Tasche und hier hinten so eine kleine Laptop, heißt klein, eine große Laptop-Tasche tatsächlich. Die ist einzeln gesetzt, auch die hat hier oben diese Lasche für den Ding, das ist ganz nett. Aber das Interessante ist ja, dass man diese Compartments einzeln aufbauen kann. Das machen wir jetzt auch einmal. Bap, 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 bap.
machen wir den einmal auf. So, hier haben wir jetzt das Compartment Back. Bedeutet, das ist euer Rücken. Da hinten dran sind jetzt die Laptops und Tablets. Und wir haben hier jetzt die Möglichkeit, über Haken und diese weiteren Clips hier auch noch Dinge reinzusetzen. Was ich ganz cool finde, weil es ist sehr, sehr groß, es ist sehr, sehr cool. Und das Schöne daran ist, wir haben hier oben dann nochmal einen Reißverschluss. Den habe ich euch schon gezeigt, dass wir oben dran kommen. Und wenn wir jetzt aufpassen, können wir halt hier schön beladen was bauen und dann hier oben was ransetzen, wovon wir oben dann, wenn wir den Ranzen absetzen, einfach drankommen. Was ich mega finde. Die Idee davon finde ich mega. Auch hier mit dem Netz, nochmal in dem Netz eine Möglichkeit, was zu verstauen. Ist wirklich cool. Die Nähte sind wirklich astrein genäht. Also der Rucksack von der Qualität her, wie er sich anfühlt, das ist richtig hochwertiges Material und es gefällt mir sehr, sehr gut. Hier probieren wir nachher noch, was da noch reingeht. Gerade für euch natürlich als Ultimate Guard Magic Fans wahrscheinlich, weil ihr auf meinem Channel seid, ist es für euch natürlich interessant, was da für Ultimate Guard Produkte und andere Magic Produkte reinkommen. Da können natürlich auch nicht Ultimate Guard Sachen rein. Aber ja, machen wir den mal wieder halbwegs zu und drehen das Ganze um. So, hier haben wir jetzt die Front. Wir haben ja an der Front haben wir hier oben ein Netz, was ich ganz cool finde. Hier unten ein Netz. Und tatsächlich hier vorne jetzt dieses sehr weiche Kunstledermaterial, würde ich sagen. Wo wir dann halt auch jetzt extremst viel unterbringen können. Auch hier, ihr seht, meine Hand verschwindet. Hier ist auch extremst viel Platz drin. Also wirklich extremst viel Platz. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, noch ein weiteres Fach vorne zu haben. Aber bei diesem Fach ist es so, dass dieses Fach getrennt ist. Das heißt, ihr könnt hier nicht durchgreifen. Das hier ist oben getrennt, voll. Und wenn ihr hier was reintut, dann ist das weg, bis ihr den Rucksack absetzt und es komplett auseinandernehmt. Das ist relativ wichtig für euch zu wissen. Hier oben könnt ihr halt extremst schön noch kleine Sachen dran machen. Aber um hier dran zu kommen, müsst ihr den komplett großen öffnen. Gucken wir uns vorne diese kleine Tasche an, die ich noch angesprochen habe. Das ist hier oben die Tasche. Die lässt sich, finde ich, nicht weit genug öffnen. Also da hätte ich gerne noch ein bisschen einen längeren Reißverschluss gehabt. Da haben wir dann die Möglichkeit in so einem kleinen Netz. Hier ist übrigens das Thank you for purchasing. Keep the stuff safe and sound. Tue ich gleich wieder rein. Und ja, hier oben haben wir dann die Möglichkeit, in so kleinen Taschen noch Sachen zu verstauen, wie Stifte, Handy und ähnliches. Und wir haben hier so einen kleinen Haken, was ganz cool ist, um einen Schlüssel dran zu hängen. Aber ja, das kennt man von jedem Schulranzen von früher. So eine kleine vordere Tasche. War ich nie ein Fan von. Landeten bei mir nur Stifte drin, die ich nie wieder gebraucht habe. Und dementsprechend ist das so eine Tasche, die ich nicht bräuchte. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir haben noch eine weitere Tasche. Der Rucksack hat eine Menge Taschen. Und vor allem eine Menge Reißverschlüsse. Und die ist hier unten. Einmal umdrehen, damit wir die auch sehen und drankommen. Und zwar haben wir hier unten die Möglichkeit, das Ding aufzumachen. Und ta-da-da-da, hier habt ihr Ultimate Guard. Wunderschön. Einen Überzug für euren Rucksack, den ich sehr cool finde, weil, was ich daran sehr cool finde, ist, der hat hier innen drin so ein Gummi. Und so ein paar Klettverschlüsse, wo man den dann halt zum Beispiel um bestimmte Sachen rummachen kann. Was dafür sorgt, dass der sich praktisch richtig schön, ihr seht das, stretcht sich schön, richtig schön um den Rucksack herumlegt. Es ist super dünn, aber es ist auch, es wirkt auch sehr, kennt ihr diese super dünnen Regenponchos? So fühlt sich das an. Mega, also wirklich mega cool. Gerade wenn ihr im Regen mal unterwegs seid und wir wissen alle, Karten und Wasser vertragen sich nicht so gut. Das ist der Grund, warum wir Sleeves benutzen. Dementsprechend finde ich das sehr cool, dass sie das dieses Mal dabei gefügt haben. Das hat mir zum Beispiel bei dem kleinen Ammonit gefehlt. Ich würde mir wünschen, dass sie das auch als einzelnes Produkt rausbringen, dass man das irgendwie dann noch später über den Ammonit ziehen kann. Weil das habe ich schon getestet, das passt über den Ammonit drüber. Wir sind aber nicht hier, um über den Ammonit zu sprechen, sondern über den Vago. Und ja, dementsprechend gucken wir mal an, was da so alles reingeht. Gleich zuallererst, der Omni passt natürlich nicht. Dafür ist das viel zu klein und ja.
Finde ich sehr schade. Gucken wir, was sonst noch passt. Und es hat natürlich Schwierigkeiten, sowohl vorne als auch hinten. Das ist der Smart Hive. Auch der wirkt, ihr seht schon, um einiges zu hoch. Was mich ein bisschen verstört. Und auch vorne hat der Smart Hive Probleme. Was ich auch irgendwie sehr seltsam finde, weil irgendwie, ja, es passt nichts von dem, was man benutzen möchte. Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ob es irgendwie Rucksack-Sachen gibt, um den noch weiter nach oben zu tun, aber nee, das war's. Also die Höhe von so war's. Dementsprechend ist der Smart Hive höher. Vielleicht passt ein Super Hive. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe leider keinen Super Hive. Aber der Omni Hive passt nicht und der Smart Hive auch nicht. Flip and Race passen. Aber auch nicht wirklich von der Höhe, wie ihr seht. Also gerade so und es sieht nicht cool aus. Also ich muss sagen, gefällt mir aktuell überhaupt nicht, noch nicht. Dann haben wir Binder. Binder passen rein, auch von der Höhe her. Wahrscheinlich zwei, wenn ich das hier richtig sehe. Auch hier ganz cool dann zum Zuschnüren, damit die nicht rumflappen. Und das ist jetzt der 3x3 Binder. Gucken wir mal den 4x4 Binder an. Yo, ich habe Zweifel. Ich habe berechtigte Zweifel, wenn ihr unten mal schaut. Ja, das passt von der Breite her nicht. Also auch hier der 4x4 Band, den geht auch nicht rein. Ja, und an der Stelle pausiere ich das mal und sag mal, ich habe jetzt eine Menge getestet, was da nicht reingeht. Ich habe da mal auf der Ultimate Guard Seite nachgeschaut, was reingehen soll. Weil es geht eine Menge nicht rein. Angeblich passen Smart Hives rein. Das kann ich nicht bestätigen. Also zumindest sieht es auf Bildern so aus, als ob da ein Smart Hive drin sein sollte. Beziehungsweise ist kein Smart Hive, das ist ein Ding Hive. Aber das ist doch viel zu hoch. Ja, also ich bin ernüchtert. Ich bin leider Gottes really, really ernüchtert. Also es ist ein cooler Rucksack für das Target, was sie haben. Sie wollen einfach einen Casual-Rucksack für Reisen und Ähnliches haben. Und dafür hat er eine Menge Platz. Er hat diese Big-Container-Rucksäcke sind dafür mega. Die können da auf jeden Fall coole Sachen mit reinmachen. Ihr habt für, falls es regnet unten was, ihr kommt hier oben easy access dran. Ihr habt vorne nochmal die Möglichkeit, was reinzutun an Sachen für die Reisen. Ihr habt vorne in der Front halt dadurch, dass das Ding so gewölbt ist, richtig schön viel Platz, um da was reinzutun. Aber für das, wofür mein Kanal steht, also für Magic-Sachen, würde ich sagen, nein, vor allem nicht für den Preis. Also das Ding kostet das Doppelte auf dem offenen Markt wie der Amulett-Rucksack. Und der Amulett-Rucksack ist halt dafür zugeschnitten für Karten, für, naja, Flip and Trace, für Deck-Cases, Sidewinder, Boulder, alles Mögliche. Das Einzige, was da halt fehlt, sind so ein paar Sachen, die ich ja schon ankritisiert habe vor ein paar Jahren. Und dass da auch kein Four-Rod-Ordner rein passt wirklich. Aber so oder so, ich muss sagen, es ist ein cooler Rucksack für Leute, die reisen wollen. Ich habe einen Reiserucksack und der ist sehr ähnlich aufgebaut und den nutze ich sehr gerne für Reisen. Aber für eine Firma, die bekannt dafür ist, weiß ich jetzt nicht. Bin ich ein bisschen enttäuscht, leider. Einfach weil nichts von Magic wirklich reingeht. Klar, ich habe ja von Anfang an gesagt, die Prämisse ist ja, das ist kein Magic-Rucksack. Da soll random vielleicht was von Magic reinpassen, wie zum Beispiel die Binder passen rein. Das habe ich euch ja gezeigt. Aber grundsätzlich sollte ein Reiserucksack sein. Wenn ihr einen Rucksack sucht für die Reisen, ist es auf jeden Fall ein sehr cooler Rucksack, wo eine Menge reinpasst. Wenn ihr einen Rucksack sucht für Turniere, für Veranstaltungen oder sonstige Sachen, dann würde ich euch von diesem Rucksack abraten. Dann kauft euch lieber zwei Amulett-Rucksäcke oder so. Und dementsprechend nochmal vielen Dank an Herumkommandiert, dass ihr mir diesen Rucksack zur Verfügung gestellt habt. Es hat mir mega Spaß gemacht, den zu reviewen, mal anzuschauen. Ich habe so viel gesehen, ich konnte ihn nicht in die Finger bekommen. Das war so schade. Ich habe auch bei verschiedenen Stores angefragt, die mir den auch nicht geben konnten. Und ja, Ende vom Lied ist ganz einfach. Ich bleibe bei den Amulett. Schickt ihn hier zurück. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Black Sade. Ciao, ciao.